SPD-Fraktion. Danke sehr. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann nur mutmaßen, was der Gesetzentwurf Gesetz zur Verwirklichung des Geburtsrechts im Staatsangehörigkeitsrecht zu diesem Zeitpunkt bewirken soll. Die Rezitation des SPD-Regierungsprogrammes benötige ich als Sozialdemokrat jedenfalls nicht. Dennoch freue ich mich natürlich jederzeit über die vielfältigen Anträge und Gesetzesentwürfe von der Opposition, die eine Ableitung des sozialdemokratischen Regierungsprogramms darstellen. Ich frage mich jedoch, was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, von sozialdemokratischen Rednern heute erwarten. Erwarten Sie wieder die Phrasen wie der Gesetzesentwurf stürzt bei uns auf größte Sympathie, aber im Koalitionsvertrag ist das leider nicht geregelt? Erwarten Sie gar in dieser Wahlperiode von uns eine Zustimmung zu Ihrem Gesetzesentwurf? So langsam wird es doch langweilig und ungebührlich. Sind wir als Sozialdemokraten etwa in Hessen politisch unterbelichtet, dass die hessischen SPD-Landtagskollegen nicht denselben Antrag, den Sie hier stellen, als Gesetzesentwurf im dortigen Landtag einbringen und dann die folgende Formulierung im schwarz-grünen Koalitionsvertrag einzuschätzen, in der Lage sind, ich zitiere aus dem schwarz-gelben, ja, unglaublich, auf bundespolitischer Ebene werden wir die Aufhebung der Optionspflicht und die Akzeptanz von Mehrstaatlichkeit im Staatsangehörigkeit für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern unterstützen. Das ist der Koalitionsvertrag in Hessen, den auch die Grünen mit unterzeichnet haben. Solche Spielchen gibt es mit uns nicht. Deshalb erwarte ich auch keine Verschonung durch die Opposition für die Kompromisse, die wir als große Volksparteien im Koalitionsvertrag gefunden haben. Ich erwarte jedoch, dass Sie nicht die Mechanismen unserer Demokratie für kurzfristige Presseerfolge instrumentalisieren und gleichzeitig so tun, als würden durch diese Mechanismen der Demokratie Ideale verkauft. Je mehr wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Kompromiss als Ausverkauf von Aufrichtigkeit in der Parteiendemokratie darstellen, desto größer wird die Zahl derer, die glauben, dass durch Wahlen nichts mehr bewegt werden kann. Zwei gewichtige Ideale von uns Sozialdemokraten sind seit mehr als zwei Jahrzehnten die Verwirklichung des Geburtsrechts im Staatsangehörigkeitsrecht, ebenso wie das Bekenntnis zur Mehrstaatlichkeit. Wir liefern uns diesbezüglich vielleicht Wortgefechte im Plenum. Herr Kollege, aber Stichwort Wortgefechte, da gibt es einen Wunsch, eine Zwischenfrage. Wollen Sie zulassen oder wollen Sie weitersprechen? Ich würde gerne im Zusammenhang vortragen. Okay. Ebenso wie das Bekenntnis zur Mehrstaatlichkeit, hatte ich gerade gesagt. Wir liefern uns diesbezüglich vielleicht viele Wortgefechte im Plenum, aber draußen bei den Bürgerinnen und Bürgern bringen Sie, werte Kolleginnen und Kollegen der Grünen, nicht nur die SPD in Misskredit, sondern auch den politischen Prozess als solches, indem Sie das Vorurteil bedienen, dass nach der Wahl Versprechen nichts mehr wert seien. Besonders verwerflich ist es hierbei, einen politischen Weggefährten in diese Situation zu bringen, der 1999 das Geburtsrecht im Zusammenhang mit der Mehrstaatlichkeit erstmals gesetzlich billigte und dann teilweise das Abstammungsprinzip damit verdrängt. Das Staatsangehörigkeitsrecht eignet sich deshalb nicht für solche Spielchen unbedingt. Das Spiel mit der Identität hier geborener junger Menschen, deren Eltern ausländische Staatsangehörige sind, aber auch das Spiel mit der Lebensleistung derer, die als sogenannte Gastarbeiter kamen und dem Wirtschaftswunder mit Geistes- und Körperkraft Auftrieb verschafften, eignet sich nicht für diese politische Bühne. Erst recht nicht, wenn die letztere Gruppe bei völlig überlasteten Ausländerbehörden im hohen Alter auf die Abwicklung ihrer Behördengänge warten muss. Das Staatsangehörigkeitsrecht ist die notarielle staatliche Beurkundung eines Bandes. Des Bandes, das mich mit meiner Geburt im Duisburg-Homberger Krankenhaus vor 27 Jahren mit diesem Land, meiner Heimat, verbunden hat. Eine Verbindung, die stärker ist als jedes Dokument. Gerade deshalb war die Wartezeit für mich und viele andere auf diese Beurkundung bis zur richtigen politischen Mehrheit in diesem Land erträglich. Wir haben als Sozialdemokraten den Weg gewählt, lieber ein kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Wir erwarten nicht mehr, dass hier geborene junge Menschen mit einer Entscheidung spätestens mit dem 23. Lebensjahr den Beweis antreten, ob sie der Beurkundung durch die Staatsangehörigkeit wert sind. Damit tragen wir ihrer Identität, ihrer Lebenssituation und ihrem inneren Frieden Rechnung. Dies tun wir mit einem Koalitionspartner, der auf Landesebene in Hessen damals eben mit einer Kampagne gegen den Doppelpass das Ende einer rot-grünen Bundesratsmehrheit einläutet. Im Übrigen ist die reine Debatte um das Staatsangehörigkeitsrecht auch nicht geeignet, die Lebensrealitäten der betroffenen Menschen tatsächlich abzubilden. Frau Staatsministerin Özoğuz machte bereits in mehreren Reden darauf aufmerksam,
wie notwendig es ist, die Realitäten im Bildungsbereich und der Arbeitswelt im Hinblick auf die Chancengleichheit dringend auf die politische Agenda zu setzen. Und eines zum Schluss. Im Grundgesetz heißt es im Artikel 116, dass Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Dieser Status ist wichtig für die Grundrechtsberechtigung spezifischer deutschen Grundrechte. Dieses Statut ist mittlerweile im Hinblick auf die Grundrechtsberechtigung von Unionsbürgern aufgrund eines Diskriminierungsverbotes europarechtlich überlagert und dem faktischen Wandel unterworfen worden. Selbst ein aktives und passives Kommunalwahlrecht für Unionsbürger wird davon getragen. Ich möchte darauf hinaus, dass das Grundgesetz bewusst auf eine einfach gesetzliche Definition durch den Bundestag setzt. Dies tut das Grundgesetz, damit wir auf gesellschaftlichen Wandel reagieren können. Der gesellschaftliche Wandel im Bundestag ist insoweit angekommen, als dass die Optionspflicht durch die aktuelle Bundesregierung aufgehoben wurde, als Beginn, ich betone als Beginn, exakt des Wandels, den Sie vollumfänglich im Gesetzesentwurf zu beschreiben versuchen und wir auch. Für Ihren Gesetzesentwurf in seiner vorliegenden Form besteht aber derzeit leider keine politische Mehrheit in diesem Hause. Aber eben nicht aus Gründen mangelnder Ideale, sondern aus Gründen zwingender demokratischer Mechanismen. Wenn wir hier im Deutschen Bundestag über Gesetze oder deren Änderungen reden, dann denken wir an die Staatsgewalt, die auf unserem Staatsgebiet die rechtsstaatliche Ordnung durchsetzt. Den Begriff des Staatsvolkes behandeln wir hierbei jedoch recht stiefmütterlich. Obwohl uns das Grundgesetz neben der Möglichkeit, das Staatsangehörigkeitsrecht sukzessive anzupassen, auch zumindest die Hausaufgabe aufgibt, gesellschaftliche Realitäten abzubilden. Die SPD-Fraktion ist allzeit bereit, sich diesen Hausaufgaben in aller gebotenen Vernunft und Ernsthaftigkeit zu stellen. Zugleich, und hier besteht kein Widerspruch, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt unser Wort und das Versprechen dem bestehenden Koalitionsvertrag, jedenfalls bis 2017. Denn schon bei Immanuel Kant galt, dass der öffentliche Gebrauch von Vernunft durch die Übernahme eines Amtes eingeschränkt wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Glück auf. Als nächste Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten Barbara Woltmann, CDU-CSU-Fraktion.